Fehlermeldung bekommen. Echt jetzt? Ja. Ready, Eidosch? Ready. Mal gucken, ob du ready das hast. Reiniger. Hol, benutzt sie auch zum ersten Mal? Aber das ist geil, ne, mit der Bürste. Warte, ich hab nichts gesehen. Ah, das ist schön. Ja. Ob man das jetzt so macht? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, aber das ist cool für die Seite hier. Ist praktisch. Ich habe drei Schrauben nur gefunden, der eine fehlt. Aber egal, wir brauchen ein bisschen weniger Gewicht. Passt schon. Der Kompressor wird hier nur angetrieben von dem Riemen. Und der Riemen ist sehr, sehr wichtig. Da muss man immer schauen, ob da irgendwie irgendwo berührt. Und wir haben ja auch hier minimal Platz nur. Das sieht schon sehr eng aus. Das ist alles eng. Ja, normalerweise würde ich ja diese Ansaugung hier verkürzen, hier hinstellen. Wir haben ja hier einen Luftschlitz. Das wäre perfekt. Das machen wir auch noch rein hier. Also was das ist, Eidosch? Was ist das? Octan Booster. Ich bin mal ich gespannt. Ich brauche einen Teil, Deckel. Guck mal, wie das riecht. Zeig mal. Bestimmt so, wie ich es mag. Oh ja, schön. Wie Benzin. Ja, muss es ja. So, Eidosch, jetzt können wir nichts mehr machen. Ich finde, der ist jetzt zusammengebaut. Der läuft wieder sehr gut. Die Fehler habe ich jetzt behoben. Mir ist schwindelig. Wir haben jetzt alles behoben. Okay. Jetzt kommt es wieder. Nein, alles gut. Alles gut? Noch gut. Sollen wir noch ein paar Minuten warten? Nein. Okay, wir haben jetzt zusammengebaut. Alles läuft wieder. Wir haben den sauber gemacht. Neue Zündkerzen rein, zwei Düsen wurden abgedichtet. Leerlaufsteller ist hier jetzt wieder aktiviert, das ist das Gute. 293 PS, jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich fahren lässt. Felgen sind drauf. Das mache ich mal ein bisschen runter. Popo wärmer. Ein bisschen. Da war ich auch. Bei uns kam sofort eine Fehlermeldung, ne? Also das heißt echt die ersten. Boah, was war das denn? Der Boden. Gespannt, ob jetzt irgendwas kommt an Fehlermeldung. Ach, kompakt. Wahnsinn. Da ist er natürlich jetzt ein bisschen warm fahren. Ups. Reifen sind durchgedreht. Echt jetzt? Ja. Was ist denn hier los? Achso, falsch. So. Da muss ein bisschen einstellen. Kannst du nicht sowas vorher vorbereiten hier? Nee, sofort Fehlermeldung gekommen. Echt jetzt? Ja. Ja, das war ja auch so. Wenn du untertürisch gefahren bist, Eidosch, hast du Fehlermeldung hier gehabt. Genau, so war das. Aber so untertürisch, das heißt, wenn du echt Gas weg... Ja, guck mal. Auch wieder. Wieder? Oh. Nee, Fehlermeldung. Willst du überhaupt ein bisschen weiter wegfahren, oder? Nee, brauchen wir gar nicht machen. Ja, würde ich auch sagen. Oh, ist sogar ausgegangen. Ah, oh, interessant. Nicht gut. Nicht gut. Guck, wie der läuft. Hey, meinst du vielleicht, ist wieder so ein Schlauch ab? Nein, nein, da ist kein Schlauch ab. Man kann es hier mal gucken, Eidosch. Ja, du merkst ja auch, ne, der wackelt. Wir können kein Gas annehmen. Ja, das ist jetzt aber komisch. Jetzt läuft er wieder normal.
aber Fehler ist noch da. Löscht er nicht, aber wir haben hier so eine Diagnose hier. Wenn wir die Diagnose einmal anschließen und mal schauen, was der am Fehler zeigt hier. Sieht praktisch aus. Ah, guck mal. Thermostatheizung hatte ich schon. 6. Zylinder, 4. Zylinder, 2. Zylinder. Ja, zeigt er alle an. So, machen wir mal Fehlercode löschen. Ne, hier brennt ja noch. Zack, haben wir mal gelöscht. Jetzt läuft er gut. Lesen noch mal, keine Fehlercode. So, den lasse ich mal hier. Sonst lässt er sich ja auch super fahren, ne? Eidosch? Ja, läuft ja auch gut. Läuft sehr gut, also muss ich ihr auch sagen. Dieses Kompressorgeräusch ist schon geil. Da muss man sagen. Guck mal, jetzt mittlerweile geht er nicht in den Notlauf. Es kann auch sein, ne, dass echt nichts an der Software ist und dass wir einfach diese 1,8 Bar, die wir in dieser Ansaugung haben, ja, dass da irgendwas kaputt gemacht hat. Ne, Kurbelwendenentlüftung. Also ich glaube, die Ansaugbrücke müssen wir einmal abmachen. Hier. Aber guck mal, wie gut der läuft. Der wackelt nicht, macht nichts. Also Drehzahl ist optimal. Der läuft richtig leise. Okay, wir hören den Kompressor, ist klar. Kompressor ist da. Also ich denke auch, dass der irgendein Luftproblem hat. Ich glaube auch. Es kann viele Möglichkeiten sein. Wir können ja gucken nochmal, ob unser Ladesystem dicht ist. Aber die Ansaugbrücke würde ich eher echt mal abbauen. Mhm. Dass wir da drunter mal schauen, ob da vielleicht irgendwas undicht ist. Ja, eben, vielleicht ist es ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Ja, weil es ist ja das Problem, es ist ja untertourig. Das ist sehr interessant. Aber wenn er einmal im Notlauf ist, dann haben wir natürlich ein Problem, dass der dann alle Fehler reinhaut und dann läuft er einfach nicht mehr richtig. Und das hat man bei 304 PS gehabt. Oh. Guck mal, wir sind wieder untertourig gefahren und jetzt haben wir es wieder. Ja, die Öllampe brennt immer, alles gut. Ja. Zack, wieder alles löschen. Bam. Alles ist wieder weg. Kannst du auch während der Fahrt machen. Während der Fahrt einfach sowas anschließen. Guck mal, jetzt läuft der wieder unheimlich gut. Gasannahme ist perfekt. Also es ist ganz komisch. Also müssen wir doch ein bisschen mehr schrauben. Weil ich dachte, okay, Düse ist undicht, Zündkerzen sind Fratze. Anscheinend liegt es doch nicht daran. Aber jetzt will ich mal schauen, ob wir auch bei der Beschleunigung Probleme haben. Landstraße. Ready, Eidosch? Ready. Mal gucken, ob du das vermisst hast. Fehlermeldung? Keins. Wow. Auf Hammer, ne? Mhm. Ich will noch was. Hast du gesehen, ne? Der hat runtergedrosselt, weil die Reifen durchgedreht haben. Echt? Hast du dich gesehen? Nein. Das ist ein kleiner M3. Wahnsinn. 300 PS, Kompressor aufgeladen, das ist Wahnsinn. Macht einfach Spaß. Und zweite Gang. Hast du gesehen? Jetzt hast du mal gehört, die Reifen. Jetzt habe ich das gehört. Jetzt hast du die, gespürt sogar. Ey, wir springen von 50 auf 80 direkt so. Noch ein bisschen? Ja, hast du Bock gekriegt oder was? Ja, irgendwie will ich es wissen, so. Gib ihm. Ja, ist bei Regenwetter ein bisschen schlecht jetzt wahrscheinlich. Ja, auch wenn es trocken ist. Oh, jetzt wird es bestimmt eine Fehlermeldung kommen. Nee, nur wenn du untertourig fährst, Alter. Oh Gott.
Öl, wenn schon. Ja, dass die Kupplung überhaupt mitmacht, ist sowieso ein Wunder. Du hast ja gesagt, der muss ja auch mal gestärkt werden. Der muss gemacht werden. Die Kupplung muss bei dem gemacht werden. Also es kann aber echt auch sein, dass die Kupplung durchrutscht, Heidosch. Also die Kupplung muss mal gemacht werden. Also 300.000, ich weiß nicht, wann die Kupplung mal gemacht wurde. Ich würde die gerne mal machen, einfach mal rausholen, wie die Kupplung ist. Und dann mit der Kupplung nochmal eine Leistungsmessung vielleicht machen. Würde mich mal interessieren. Oh, die ist echt extrem laut jetzt gerade. Ja, weil ich jetzt mit dem vierten beschleunige. Ja, siehst du, guck mal, Untertour ist weggefahren. Fehlermeldung, ja, sofort eine Fehlermeldung. So, sofort wieder löschen. Zack, Fehler wieder weg. Der will nicht unterdurch gefahren werden. Ja, der. Also, nenne unterdurch fahre ich nicht. Ne? Was mach ich nicht? Wenn, dann muss ich mal Gas geben. Bitte, ja. Ja, drück doch mal. Nee, ich geb mir nur drauf. Nee, nee. Das gefällt mir alles nicht. Wahnsinn? Ja. Das Kompressor ist schon geil. Ey, ihr habt das ab 2000 Umdrehung. Dann geht's permanent nach oben. Wahnsinn. Und dann denkt ihr irgendwann ab 4, 5, 5,5, 6000, dann gibt er nochmal so einen Schub nach vorne. Das macht ja Spaß. Und dann diese Ansauggeräusche. Halt euch. Ja. Ist Wahnsinn. Also da muss man sagen, das macht schon Spaß. Nochmal für die Ohren. Ja. Der ist schön geworden, ja. Also, das ist echt ein sehr, sehr schönes Auto. Geil. Bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Ich bin mal gespannt, was der Fehler ist am Ende. Noch ein bisschen das recherchieren. So, was heißt recherchieren? Auseinanderbauen. Ja. So, die 16 Zoller sehen schon geil aus. Das sieht da so richtig Wolf und Schafspelz aus. Wenn man den hier sieht, man denkt ja nicht, oh, das ist ein 316er oder was. Und dann guckt man hier rein und dann denkt man, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Also ich muss sagen, ja, Kompressor läuft Bombe. Untertorig haben wir ein Problem. Ich glaube zu wissen, warum. Die Drosselklappe sitzt ja jetzt hier hinter dem Ansaugrohr. Normalerweise sitzt die Drosselklappe an der Ansaugung. Hier kommt der Luftfilter, dann die Ansaugung und dann kommt die Drosselklappe. Und das haben wir ja nicht mehr. Das heißt, er braucht permanent Luft. Und Kompressor kann die Luft nicht sofort hergeben. Er hat ja jetzt auch zusätzlich einen längeren Weg bis zur Ansaugung als vorher. Vorher war ja Kompressor, direkt Ansaugung. Gute 50 cm Weg. Alles gut. Jetzt haben wir einen längeren Weg. Sagen wir mal ungefähr locker 2 Meter. Guck mal, wie kalt. Ne? Guck mal, hier voll warm. Hier voll kalt. Dann siehst du mal, wie gut der kühlt. Ne? Das ist geil. Der Kompressor braucht natürlich Umdrehung. Sobald wir untertorig fahren und er keinen Druck aufbaut, was passiert? Er fällt in den Notlauf. Und das haben wir. Darum denke ich, dass wir hier irgendwo eine Undichtigkeit haben oder hier drunter irgendwie Probleme haben, dass er sich so weit zudrückt, dass er nicht genug Luft kriegt und dann geht er in den Notlauf. Und wenn er in den Notlauf geht, dann ist es ganz normal, vierte Zylinder, fünfte Zylinder, sechste Zylinder, dann schmeißt er einfach random ein paar Zylinder weg. Er schützt sich, Notlauf. Die Kupplung stinkt schon und ich glaube sogar, die Kupplung rutscht durch. Das heißt, wir könnten sogar viel mehr Drehmoment vielleicht erreichen oder vielleicht sogar mehr PS erreichen durch die Kupplung. Das heißt, wird auch sehr interessant, wir werden die Kupplung ausbauen, gucken Sie die Kupplung an. Dann werden wir schauen, ob ich mit meiner Theorie richtig liege, ob er echt irgendwo Unterdruck verliert oder sogar irgendwo verstopft ist. Das werden wir uns auch anschauen. Und was ich jetzt natürlich sehr interessant finde, ist der dicht und er ist super dicht. Guck mal, das meine ich. So, jetzt läuft der. Achte mal die Schläuche. Siehst du das? Und das meine ich.
Der Kompressor läuft zurzeit, ja, aber zu wenig. Der braucht auch erstmal seine Drehzahl, damit er genug Luft pumpen kann. Und zeige ich euch jetzt. Ungefähr 2000 Umdrehungen fängt es an, dass er diese Schläuche aufbläst. Und deswegen, das ist meine Theorie, dass der einfach irgendwo hier undicht ist oder verstopft ist, bis zur Ansaugbrücke Unterdruck irgendwo verlieren. Und BMW M54 ist so, sobald der Unterdruck verliert, auch wenn die Drosselklappe normal sitzen würde, geht er in den Notlauf. Habe ich schon sehr oft erlebt. Da hat man Probleme gehabt mit der Kurbelwellenentlüftung oder sogar hier Ansaugung. Faltenbalg, dass hier immer Risse sind, ist ja diese üblichen Stellen bei M54 und dann geht er auch in den Notlauf. Das wird sehr interessant auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Fehlersuche, das liebe ich doch. Wir haben zu tun, wir müssen eine Werkzeugkiste auspacken. Ja, da freue ich mich schon. Leute, ich werde euch so eine Werkzeugkiste zeigen. Die wird umfangen. Die geilste. Gedore. Amore. In dem Sinne, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz. Bis dann. Ciao.